kommen leider nicht mit dem restaurierten Denkmal. Das wird noch eine gewisse Zeit dauern. Wir kommen aber hierher an einem Tag, der für dieses Denkmal eine besondere Wichtigkeit hat. Nämlich vor 80 Jahren genau wurde hier dieses Denkmal, das ja nicht für diesen Platz errichtet worden ist, enthüllt und vom damaligen Bundespräsidenten Miklas in einer heftig patriotisch-pathetischen Rede eröffnet wurde. Unser Interesse gilt gar nicht so sehr dem Herrn Tegetthoff, der sicher unter Marine-Afficionados seine besondere Bedeutung hat. Unser Interesse gilt, was passiert mit einem Mann, der durchaus in einem positiven Sinn seine Pflicht erfüllt hat, plötzlich von einem ganz anderen Regime einige Jahrzehnte später gekapert wird, ideologisch umgebaut wird und daraus dann ein leider Gottes ganz, ganz anderes Bild über ihn entsteht. Und wenn schon Überlegungen stattfinden, wie kann die Rückkehr dieses Denkmals sinnvoll erfolgen, dann, wenn Geschichte einen Sinn haben soll, dann soll man sie aus der Perspektive erzählen, aus der man sie betrachten kann, und das ist die heutige. Und Sie werden rund um dieses Denkmal herum genug Platz finden, wo man die eine oder andere Erklärung anbringen könnte. Ich darf Ihnen in diesem Zusammenhang den Künstler dieses Werkes, Dr. Erwin Schwendtner, der hier ist, ganz herzlich begrüßen und mich bei ihm bedanken, dass wir nicht nur dieses Werk zeigen dürfen, sondern im Museum im Palais einige weitere mehr. Nun ist er also wieder ganz heimgekehrt, unser Wilhelm von Tegetthoff. Das hat heute vor 80 Jahren Bundespräsident Wilhelm Miklas hier auf diesem Platz gesagt. Bei unserer Veranstaltung am heutigen Abend geht es, Herbert Nichols hat das schon erwähnt, es geht nicht um die Person Tegetthoff, es geht um die Geschichte, es geht um Denkmalgeschichte, die... Solche Geschichten können oft recht interessant sein und wir hoffen, Sie finden das auch, was wir Ihnen heute im Museum im Palais darbieten werden. Sie werden den Bundespräsidenten des Ständestaates Miklas im Originalton, das sage ich gleich vorweg, im Museum im Palais hören. Sie wissen, dass, oder vielleicht ein paar Mal, Stefan Zweig hat einmal geschrieben, die K&K bewaffnete Macht zu Land und zu Wasser hätte bessere Kapellmeister gehabt als Generäle. Apropos Kapellmeister, Franz Leher war Kapellmeister in Pola, heutigen Pula. Und dort stand ab 1877 das Denkmal jenes Mannes, der am 20. Juli 1866 die italienische Flotte nahe der Insel Lissa, dem heutigen Wies, besiegt hat, Wilhelm von Tegetthoff. Kaiser Franz Josef hat dem jung verstorbenen, Tegetthoff ist nicht einmal 44 Jahre alt geworden, dem jung verstorbenen Wilhelm von Tegetthoff im Hauptkriegshafen der Monarchie in Pula auf dem Montesaro ein ehernes Standbild gewidmet, ein Werk des Wiener Bildhauers Karl Kumpmann. Ja, und dieses Denkmal ist dort mit dem Blick auf die Adria bis
zum Ende des Ersten Weltkriegs gestanden. Dann wird Pula italienisch und die Italiener tilgen, was vorher war, die Spuren der Österreicher und zerlegen dieses Denkmal und bringen es in das Marinearsenal von Venedig. Von österreichischer Seite bemüht man sich, vornehmlich der Marineverband, sehr intensiv um dieses Denkmal. Es ist absolut unmöglich, es nach Österreich zu bekommen und es in Österreich neu zu positionieren. Da müssen Jahre vergehen, die in Österreich die Ausschaltung der Demokratie bringen und die Errichtung des austrofaschistischen Ständestaates, der sehr eng angelehnt an das faschistische Italien Mussolinis wirkt. Und erst dadurch, durch diese Annäherung, zeigen die Bemühungen um das Denkmal Erfolg. 1935 wird dieses dem österreichischen Staat geschenkt. Und weil Degethoff ein Steirer war, aus Maribor, und in Graz, ganz in der Nähe am St. Leonhard Friedhof begraben liegt, kommt das Denkmal nach Graz. Dieser Platz wird umbenannt, der hat bis 1935 Elisabethplatz geheißen, nach der Kaiserin Elisabeth. Und am 1. Dezember 1934 fand hier ein riesiges, kann man sagen, ja, österreichisches, patriotisches Fest statt, ganz im Sinne der damaligen Machthaber, mit dem Versuch, rückblickend, verklärend auf das große Österreich eine Identität im neuen kleinen Österreich zu begründen. Aber dieses faschistische Österreich hat meiner Meinung nach, glaube ich, zu wenig Distanz gegenüber Deutschland gezeigt. Es wird in den Reden, die wir heute bringen, die 1935 gehalten werden. Es kommt immer wieder dieses Deutschtum auch heraus. Also meiner Meinung nach, glaube ich, auch ein wenig, zu wenig Abgrenzung gegenüber Deutschland. Deswegen, 3 Jahre nach der Errichtung des Degethoff-Denkmals, gab es hier nicht mehr die Fahne mit dem Gruppenkreuz, sondern die Hakenkreuzfahne wehte über Österreich. Menschen, die sich für eine verbotene politische Partei auch nur von Fern interessierten, indem sie etwa illegale Zeitungen lasen, verloren ihre Existenz. Politische Gegner wurden verhaftet und in Gefängnislagern interniert. Eine politische Clique, die sich auf bestenfalls 30% der Bevölkerung stützen konnte, hielt sich mit den Mitteln des Polizeistaates an der Macht. Die politische Herrschaft in diesem austrofaschistischen Ständestaat beruhte nicht auf Legitimität. Die politische Partizipation der Bevölkerung war ausgeschaltet. In diesem Ständestaat sei, so hieß es, die soziale Hierarchie wieder geachtet. Die prinzipiellen Schichtungslinien würden wieder akzeptiert werden. Der Herr ist der Herr, der Knecht ist der Knecht, wie im Himmel, so auf Erden. Dieses Österreich, schreiben Alfred Foser und Gerhard Renner, war ein seltsames Gefühl, das auf dem tausendjährigen Österreich aufbaute. Zu den Stützen, auf die sich der Ständestaat verlassen wollte, zählten die Geschichte und die Kultur. In ihrer Kombination ergaben sie die Ideologie eines universalistischen Österreich, dessen fantastische Geografie in diametralem Gegensatz zur sich stetig verschmälernden Machtbasis stand. Die Österreich-Ideologie des Austrofaschismus, wie bei der Aufstellung des Degethoff-Denkmals in Graz zum Ausdruck kommt, scheiterte. Sie konnte sich nicht durchsetzen. Letztendlich auch deswegen nicht, weil sie ein diffuses Deutschtum katholischer Prägung beinhaltete, weil sie immer auf das deutsche Element verwies, weil nicht nur für Hugo Hansch, Historiker und Geistlicher, Österreich keine Quantität von so und so viel Quadratkilometern war, sondern eine Idee,
die aus deutschem Wesen entspringt. Das deutsche Wesen ließ keine unerschütterliche Feindschaft gegenüber Adolf Hitler aufkommen. 1938 konnte dieser, inzwischen in brutaler Freundschaft mit Mussolini verbunden, auf Österreich zugreifen. Eine Veranstaltung der Steirischen Gesellschaft für Kulturpolitik, GKP.